Aber Professor, Sie sind doch nicht etwa unter die Diebe gegangen? Was wollen Sie hier? Der Plan! Gib her und nimm den Film raus. Das sofort. So. Schnell weg, bevor ich Komm, ab. Wollen Sie nicht schlafen gehen? Ach, Ellen. Ich kann auch nicht schlafen. Es ist schwer abzudrehen, nachdem man wochenlang aufgedreht war. Wenn ich je schuld daran war, dass ein Fund mal verloren gegangen ist, so ist es nicht mit Absicht geschehen. Ja, ja. Das weiß ich mittlerweile. Ich war am Anfang viel zu ungeduldig. Naja. Und habe sie oft ungerecht behandelt. Wir fuhren unter den denkbar schlechtesten Umständen weg. Was haben Sie da? Den letzten Zentimeter von Ihrem Maßband. Ich habe auf dieser Reise etwas gelernt, was für mich die ganzen Fehlschläge eventuell aufhebt. Und das wäre? Es gibt noch anderes auf der Welt als Archäologie. Das ist allerdings eine Erkenntnis. Wie oft habe ich Sie und Paul in Gefahr gebracht? Das hat sich so ergeben. Mhm. Nur durch meine Narretei. Wenn ich nicht so besessen gewesen wäre. Sie können halt nicht aus Ihrer Haut. Oh doch, ich könnte. Ach, Chris, warten Sie ab. Sobald Sie einen Topf sehen oder ich... Ich glaube, ich sollte mich in mancher Beziehung ändern. Sie gefallen mir ganz gut, so wie Sie sind. Ja? Ich kann nicht schlafen. Aber als ich Ihre Stimmen hörte, wusste ich, Sie haben einen Plan. Wann wollen wir aufbrechen? Aber Paul, ich kenne Sie ja nicht wieder. Oh, wir wollen es diesem Dr. Wiener zeigen. Wir haben bis morgen Nacht. Paul, ich habe keinen neuen Plan. Was? Ja, was ist mit Adlerberg? Freund Teichmann, wollen wir ihn aufgeben lassen? Wenn wir doch keine Chance mehr haben. Alle 34 interessanten Stellen, die Chris untersuchen wollte, haben wir durch. Tja, dann graben wir eben Nummer 35 aus. Paul, das Blatt hat sich gewendet. Wenn ich daran denke, dass die Gauner mit Hilfe der Karte, die sie aus dem Kloster geklaut haben, jetzt schon am Fundort sein könnten. Mein Gott, die Gangster mit meinem Adlerbergbeweis. Ja, vor allen Dingen, Sie können gar nicht damit anfangen. Wenn Sie die Höhle aufmachen und nur Töpfe und Krüge vorfinden. Dann werden Sie fündig. Sie werden die schöne Keramik womöglich vernichten. Oder in die Luft sprengen. Nee, das werden Sie nicht machen. Wieso nicht? Ja, gestern Abend, als Sie alle im Kloster waren, habe ich mir mal den Wagen der Gauner genau angeguckt. Ja und? Ja, hinten im Kofferraum hatten die eine ganze Kiste Dynamit. Ich dachte, die wollen das Kloster in die Luft sprengen. Dann hätten sie die Kiste bestimmt nicht im Wagen gelassen. Ja, aber wahrscheinlich benutzen sie das Dynamit dazu, um den Eingang der Höhle zu sprengen. Nee, das werden sie nicht machen können, denn ich habe das Zeugs rausgenommen. Oh, ich dachte, ich wäre ein Schlaumeier. Nun ja, entschärfte Gangster sind jedenfalls besser als welche mit Sprengstoff. Tja, logisch. Aber sie werden nicht erbaut sein über das, was ich sonst noch gemacht habe. Was denn? Ja, ich dachte, die wollen das Kloster sprengen. Und das ging ja alles so schnell. Ich nahm den Sprengstoff raus und musste ja was in die Kiste reintun, damit sie es nicht gleich merken. Ja, Steine. Tja, Steine. Mensch, bin ich nicht drauf gekommen. Ich habe da ihre archäologischen Flaschen reingetan. Meine was? Tja, ich habe nichts anderes gehabt. Meine Flaschen? Die stinken so. Das habe ich denen gegönnt. War da Monolith dabei? Mono? Ja, so eine kleine Flasche. Mensch. Was ist los? Prima, ganz prima, Paul. Ah, doch nicht so blöd, was? Schnell, Paul, machen Sie das Feuer aus, bauen Sie die Zelte ab. Und Sie ziehen sich rasch an. Also haben wir eine Chance? Eine Chance, Ellen? Wir werden beweisen, dass die Adlerberg-Leute... Oh Mann, bin ich froh, dass er wieder verrückt ist. Meine Flaschen. Paul, Sie haben den genialsten Einfall des Jahrhunderts gehabt. Die Monolithflasche war nicht richtig verschlossen. Wenn die ausläuft...
Oh Mann, da freue ich mich, dem Heini eins in die Fresse zu schlagen. Na, dazu wird's wohl nicht kommen. Es sind immerhin 5 Gangster. Aber vielleicht können wir irgendwie ihr Graben vereiteln. Das werden wir bestimmt. Also dann? Ja, was ist das denn? Das ist ein Lappen. Damit habe ich ein bisschen Monolith und Formaldehyd abgewischt. So. Ja, meinen Sie, dass Sie die Spur so lange verfolgen können? Da. Ja, der Geruch ist sehr scharf. Und der Forstmeister hat gesagt, die sind besonders gute Hunde. Was waren eigentlich die Worte, die ich noch behalten sollte? Die Befehle? Ja. Hierher heißt Aici. Aici. Ja, und das Wort für Spuren? Spuren? Ellen, wie war doch das rumänische Wort für Spuren? Schau. Oh, Schickran. Oh, jetzt geht's dahin. Fährte scheint klar zu sein. Hoffentlich ist sie auch kurz. Sehr weit kann es nicht mehr sein. Wieso denn? Weil wir nur 3 Kilometer vom Schwarzen Meer entfernt sind. Sie sagten 3 Kilometer. Die haben wir längst schon überschritten. Eine Schatzsuche ist keine so einfache Sache. Wir fahren kreuz und quer durch die Gegend. Die Karte des Wandermönchs ist nicht sehr genau. Außerdem gibt es wohl einige neue Straßen und Ortschaften hier seit 1860. Und einige alte Straßen werden schon verschwunden sein. Aufpassen! Die Hunde ziehen Paul nach links. Halten Sie an hier. Au, komm! Sind die noch auf Fährte? Ja, ich glaube schon. Hier ist eine Autospur. Sagen Sie doch den Hunden, sie sollen still sein. Ja, aber wie? Das weiß ich nicht. Ellen ist das Wort für stillhalten. Weiß ich nicht. Ich kenne nur Shaw. Au! Oh. Oh Mann, ich geh kaputt. Das ist ein Shit. Ich steh nicht da wie ein Verkehrsschupper rum. Guck die blöde Karte an. Guck ja schon, aber ich seh doch nichts. Kannst du nicht lesen? Dieses Kreuz, das steht ja auch hier drauf. Und wo ist die Höhle? Schnell, Heini, es ist heller Tag. Eben, Borchert. Und wenn man das Kreuz so anguckt, muss man mal glauben, die Höhle ist genau daneben. Ja, wo denn? Ich seh nichts. Schade. Vielleicht hinter die Steine da. Reinke, bring mal die Kiste mit dem Dynamit her. Professor Chris! Professor Chris! Der Forstmeister hatte recht. Die Hunde sind gut. Ha. Ist das der Gangsterwagen? Ja, die werden nicht weit sein. Die Höhle muss in einem Fels nah am Meer liegen, nicht hier im Wald. Also geht's weiter. Psst! Wenn ich nur das Wort für nicht bellen behalten hätte. Die sind ganz wild! Die Gangster haben ihre Dynamitkiste weitergetragen. Wahrscheinlich ist dadurch die Witterung stärker. Mensch, haltet die Klappe, ihr Radaubrüder! Das schadet wahrscheinlich nichts. Die Gangster werden das Hundebellen nicht mit uns in Zusammenhang bringen. Das wollen wir hoffen. Wenn die nur Deutsch verstehen. Wir müssen was tun. Ja, aber was? Wollen wir die Polizei holen? Woher? Es geht doch um Sekunden. Sagen Sie, was machen Sie jetzt? Sie wollen anscheinend den Felsen sprengen. Dann geht ja alles in die Luft. Halt, sind Sie wahnsinnig? Die haben doch kein Dynamit. Können wir sicher sein? Ja, ich habe doch alles rausgenommen. Aber jetzt habe ich eine Idee. Mach dir nicht gleich in die Hosen ein. Ich bin ja kein Bangwüchs, aber die Ladung ist ja doch ein bisschen viel, ne? Na komm, ich will den Schatz so schnell wie möglich haben und dann nicht zu weg hier. Also, Paul, wie ist Ihr Plan? Ja, schnell zum Wagen. Zum Wagen? Was soll man da? Was machen die nur? Die gehen in Deckung. Aber ich habe doch die Flaschen nicht nur in Ihren Wagen gelegt. Sondern? Das Dynamit in unserem Wagen getan. In unserem? Oh. Das darf nicht wahr sein.
Borchert, sag mir wann. Jetzt. Was war denn das? Polente! Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Du bist doch unser Boss. Wieso knallt es da hinten, wenn du hier drauf gedrückt hast? Schnauze! Bring mal die Dynamitkiste her! Aber Dalli! Lauter Flaschen. Da ist eine ungeheure Schweinerei im Gang. Jemand hat die Dynamitladung geklaut. Dann kann es ja gar nicht knallen. Entschuldige, Boss. Und wie das stinkt, Pfui Deibel. Ich geh kaputt. Das ist der Paul. Na, Heini? Paul, halt die Hose fest! Los, verschwindet! Haut ab! Oder soll ich euch beide machen? Los! Setz dich doch endlich mal hin. Das Rumrennen macht einen ja ganz nervös. Also, dass du so ruhig bleiben kannst? Wir können doch nichts ändern. Oder willst du eine Schaufel nehmen, ans Schwarze Meer fliegen und Chris und Ellen helfen, doch noch einen Adlerbergbeweis zu finden? Ja, am liebsten ja. Ja, vor Wochen klang das anders, mein lieber Freund. Vor Wochen hieß es, wenn Sie mit leeren Händen zurückkommen, dann können Sie einpacken. Dann nimmt Sie keine Universität der Welt mehr. Dann können Sie Teller waschen. Ja, das habe ich gesagt. Und so ähnlich wird's auch kommen, aber... Aber? Ich habe in den ganzen Wochen, wo wir hier gewartet haben, eins gelernt. Ich bin genauso blamiert wie Chris. Wieso denn das? Weil ich die Reise nicht verboten habe. Weil ich Ellen mitgeschickt habe. Weil ich sie nicht schon vor Wochen zurückgerufen habe und so weiter und so weiter. Tja, und morgen ist der letzte Tag. Wenn Sie bis morgen nichts gefunden haben, ist der Ofen aus. Ja, was soll ich machen? Na, sieh mal, Chris hat so viel gefunden und so viel ausgegraben. Du kannst ihn auch ohne Adlerberg-Beweis am Institut behalten. Meinst du? Ja, das meine ich. Und wenn du das nicht machst, mein lieber Freund, dann bekommst du es mit mir zu tun. Merkt ihr das? Du bist ein richtiger Freund, aber du hast eins vergessen. Wenn Chris mit leeren Händen zurückkommt, das heißt ohne einen Beweis für seine Adlerberg-Theorie, dann ist er sich selbst nur noch die Hälfte wert. Tja. Und Ellen? Tja, was mit Ellen ist, weiß ich auch nicht. Warten wir bis morgen Abend. Morgen ist erst der 5. Oktober. Du glaubst doch nicht, dass Chris morgen noch was findet. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber warten wir bis morgen 24 Uhr. Im Wagen sind wir los. Jetzt fangt ihr auch noch an zu graben. Das haben wir noch 6 Wochen hinter uns. Ich werd verrückt. Was ist denn das? Mein Gott, und wir haben noch 12 Stunden Zeit. Teil eines Gefäßes. Ein Steingefäß? Tja. Mensch, Professor, haben wir es doch noch geschafft. Sagen Sie bloß ja und ich gehe kaputt. Ja, dann nein, Paul. Das sieht eher hethitisch aus. Vielleicht ist hier eine Hethiterstadt drunter. Wunderbar. Bitte schön. Whisky. Sie? Jawohl, Herr Professor. In 5 Minuten. Bis dahin sind die Wagen da. Danke. Diese Telegramme sind für Sie gekommen. Ich lese sie später. Jawohl, Herr Professor. Sie haben fürchterlich viel zu tun, ich weiß. Ja, ja. Der Staatsempfang, die Pressekonferenzen und wenn ich an das Graben denke... Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie die Blumen auf meinem Zimmer wieder entfernen lassen würden. Jawohl, Herr Professor. Sie ersticken förmlich in diesem botanischen Garten, nicht wahr? Wie recht Sie haben. Professor Chris!
Hallo, Paul. Morgen. Waren Sie schon weg? Ja, ich habe nur ein paar deutsche Zeitungen geholt. Wir sind schon wieder groß drin. Hier. Ach du meine Güte. Eine der bedeutendsten archäologischen Entdeckungen des Jahrhunderts. Ja, ja, ich freue mich. Ja, und ich erst. Oh, ich gehe kaputt. Unser Paul ist nicht wiederzuerkennen. Oh, steht ihm aber gut, der Anzug. Ich hab Durst. Was wollen Sie trinken? Oh, vielleicht ein Glas Sekt? Ein Glas Sekt, bitte. Verzeihung, Herr Professor, Fräulein Teichmann, Herr Dogge, die Wagen warten vor der Tür. Was, schon jetzt? Jawohl, Herr Dogge, der Empfang ist für 10 Uhr geplant. Oh, ich gehe kaputt. Ende der Vorstellung. Sie haben in den letzten Wochen gearbeitet wie ein Titan. Sie verdienen eine Rast. Die Arbeit war nicht umsonst. Es war ein Beitrag zur Archäologie. Ja. Ja, morgen geht meine Düse nach Hamburg. Morgen schon? Es wird mir zwar schwerfallen, aber... Wir werden Sie sehr vermissen, Paul. Chris trebuie să vină imediat. Da, poate că vine. Chris, mein lieber Chris. Grüß dich, Tudor. Und Fräulein Teichmann. Guten Tag. Es tut mir leid, dass ich Sie nicht im Hotel abholen konnte. Herzlichen Dank für die Blumen, die Sie mir geschickt haben. Ach, und das ist Herr Rogge. Ja? Es freut mich, Sie kennenzulernen. Das ist Tudor Popescu, Museumsdirektor aus Bukarest. Chris, Fräulein Teichmann, ihr kennt meine Assistentin. Ach, Licia Tuculescu. Aber nicht. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Küss die Hand. Gehen wir hinauf. Wir wollen pünktlich beginnen, wenn es geht. Ich bin froh, dass du es bist, Tudor. Wir werden das so schmerzlos wie möglich hinter uns bringen. Ich weiß, du magst nicht Staatsakte. Ja. Langsam bekommen wir aber Übung drin. Ja, ich habe euch nicht gratuliert. Es ist großartig, Chris. Paul und die Jagdhunde sollten geehrt werden. Na, bist du nicht glücklich, du Narr? Fräulein Teichmann, können Sie nichts mit diesem Starrkopf machen? Nun ja, ist schon eine Enttäuschung für ihn. Eine Enttäuschung? Zwei hethitische Siedlungen in einem Sommer zu entdecken? Ich hoffte, dass ich... Und dabei diese fabelhaften Löwen mit Inschrift in Akkadisch und Althethitisch? Ja, natürlich bin ich froh darüber, aber ich wollte doch die... Die Verbindung zu den griechischen Kulturen. Sehen Sie, er hat eine Wette abgeschlossen mit Professor Wiener. Teichmann, Sie enttäuschen. Ich hatte gehofft, Sie würden Chris heiraten und ihn von seinen Marotten kurieren. Aber Dr. Wienert... Ach ja, Dr. Wienert, Licia. Ja, bitte? Ja. Vielen Dank. Kennst du Dr. Wiener? Ja, natürlich. Er ist hier. Hier? Er gehört seit heute früh zum Grabungskomitee. Er ist jetzt beim Felsen. Es müsste jetzt oder später kommen. Besser jetzt. Wovon redet ihr? Von der Wette. Dr. Wiener hat gewonnen. Na ja, wir haben uns eben mit Adlerberg getäuscht. Und ich bin bis auf die Knochen blamiert. Ach. Chris? Ja? Erinnern Sie sich, dass Sie einmal gesagt haben, es gibt was anderes auf der Welt als Adlerberg? Ja. Versuchen Sie daran zu denken, wenn Dr. Wienert kommt. Ach, ich bin längst darüber hinweg. Ich denke jetzt nicht mehr an die blöde Adlerberg-Kultur. Es ist nur, Dr. Wienert kann manchmal eine etwas sehr sarkastische Art haben. Die Wette ist vorbei. Ich denke jetzt nur noch an die Zukunft. Das wäre schön. Dr. Popescu, es tut mir leid, dass ich so verspätet komme. Das macht nichts, Professor Wienert. Es sind nur ein paar Minuten. Ja, ich war dort bei den Felsen so interessiert. Gibt's was Neues? Das kann ich Ihnen später erzählen. Ich will Sie jetzt nicht aufhalten. Hallo? Guten Tag, Dr. Wienert. Grüß Gott. Guten Tag, Dr. Wienert. Wir haben uns lange nicht gesehen. Nein.
Und Sie entdeckten diesen Ort tatsächlich am 5. Oktober? Es ist nicht unbedingt nötig, diese Feststellung zu machen, Dr. Wienert. Der 5. Oktober war der... War der Schlusstermin für die Wette. Also, was Sie am 5. Oktober entdeckten... Ja, ja, Dr. Wienert, Sie haben die Wette gewonnen. Ich fange an, wenn Sie erlauben. Ja, ja, natürlich. Sie haben mich missverstanden. Wann sind Sie vom Hotel weggefahren? Vor einer halben Stunde. Und Sie haben meine Nachricht nicht bekommen? Der Hoteldirektor war heute früh sehr aufgeregt. Ach, dann wissen Sie noch nicht. Was denn? Ja, wir haben heute früh den Felsen wegräumen können, den die Gauner sprengen wollten. Und? Da ist tatsächlich in einer Höhle dahinter ein Warenlager aus der Bronzezeit. Da Sie es am 5. Oktober entdeckten? Ein Warenlager? Ellen, haben Sie gehört? Meine ganz persönliche Meinung ist, dass es sich um Adlerberg handelt. Hallo, Chris, warten Sie! Lassen Sie ihn. Es ging ihm nicht so sehr um diese Wette, sondern mehr um seine Theorie. So ein verrückter Kerl. Ja, nicht wahr? Professor Chris, gibt's Arbeit? Thank you.